Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Filmporträt. Heute wieder ein hochempfindlicher Farbfilm, C41-Film und ja, ein wirklicher Spezialfilm, also ein Film für besondere Gelegenheiten. Und zwar der CineStill 800T. Auch einer meiner erklärten Favoriten, weil ich tatsächlich die Fehler, die er produziert, also um genau zu sein, die Halos und die besondere Farbwiedergabe durchaus mag. Wenn man im Netz sich umschaut, dann sieht man ganz viele Bilder aus Metropolen mit Neonschildern und Straßenwerbung, Bushaltestellen, Tankstellen, was auch immer. Das genau ist der Spezialfall, in dem der CineStill glänzt. Man kann auch tolle Porträts machen nachts, wenn man nachts mal ein Porträtshooting veranstalten möchte, dann da er Tungsten balanciert ist, also auf Kunstlicht ausgerichtet ist, am besten mit einem Orangefilter auf dem Blitz, dann werden die Hauttöne relativ natürlich wiedergegeben. Ansonsten hat er ja eine leichte Tendenz ins Türkis-Cyanfarbene. Das sehen wir aber gleich auch, wenn wir uns einzelne Bilder mal hier drüben auf dem Rechner anschauen. Vorher noch drei Sätze zu dem Film an sich. Also der CineStill 800T ist eigentlich keine Filmtypenbezeichnung, sondern ein Handelsname im Prinzip, denn hinter dem CineStill 800T steckt Kodak Vision 3 Filmmaterial, auf dem normalerweise Kinofilme gedreht werden. Kinofilmmaterial ist, damit es schnell durch die Kameras gezogen werden kann, mit einer Schutzschicht versehen, dem sogenannten Ramjet Layer. Das ist im Prinzip nur eine Gleitschicht, damit die Emulsion nicht beschädigt wird und der Film nicht beschädigt wird und das Ganze trotzdem bei hoher Geschwindigkeit verarbeitet werden kann. Da das dann im normalen C41-Prozess nicht zu entwickeln wäre, sondern ECN2-Prozess bräuchte, sind die Brüder Wright in den USA, Los Angeles, auf die Idee gekommen, wir lassen die Ramjet-Schicht entfernen und lassen dann den Film in 35mm Patronen einspulen, mittlerweile auch 120er Format verfügbar und machen den Film dann somit verfügbar für Stillfotografie. Ja, hat einen besonderen Look, muss man mögen. Ich mag es ganz offenkundig, aber ich finde, wenn man ihn in den Bereichen einsetzt, wo er seine Stärken hat, dann ist er jedem anderen Film in dieser Situation definitiv überlegen. Das nominale Rating wäre 800 ISO. Real ist der Film eher so bei 500 einzusortieren. Das ist auch die ISO-Angabe, die der Kodak Vision 3 von Hause aus mitbringt. Und die Tatsache, dass die Ramjet-Schicht entfernt wird, führt dazu, dass auch die Lichthochschutzschicht weg ist. Das heißt, bei starken punktförmigen Lichtquellen bieten sich deutlich wahrnehmbare rote, orangefarbene Halos um die Lichter. Aber auch das kann Bilder durchaus besonders aussehend machen, also durchaus kreativ interessant sein. So, bevor wir länger weiter quatschen, schalten wir jetzt rüber auf den Rechner und gucken uns mal ein paar Bilder an. Ja, ein hervorragendes Sujet für den CineStill ist natürlich sowas wie eine Kirmes. Da hat man dann gleich die entsprechenden Lichter en masse verfügbar. Leider, auch das muss man sagen, nimmt da LED-Licht immer mehr Raum ein. Und das funktioniert nicht ganz so gut wie die gute alte Glühbirne. Das sieht man dann hier auch unten an den Glühbirnen, die tatsächlich noch mit Glühwendeln arbeiten. Da ist also dieser rote Halo weitaus prominenter vertreten als hier oben etwa, wo teilweise wohl schon LED-Licht eingesetzt wird. Nichtsdestotrotz ist der CineStill 800T in der Lage, aus solchen Situationen immer was Besonderes auszuholen, was Besonderes zu machen. Die Bilder bekommen durch den Vision 3 einen sehr eigenen, sehr
gut wiedererkennbaren Look. Das Ganze hat dann immer recht gerne einen Zug ins Türkis-Cyan-farbene, beziehungsweise die Farben werden verstärkt wiedergegeben, genauso wie am entgegengesetzten Ende eben das Rot. Das heißt, wir haben also von vornherein schon mal eine Betonung von Komplementärfarben und auch das macht Bilder dann durchaus interessanter und die stechen halt aus dem üblichen Einerlei durchaus deutlich raus. Wenn man so ein Bild hier mit einem, weiß ich nicht, Fuji 400H gemacht hätte oder auch mit einem Portra, das wäre einfach ein ganz, ganz anderer Look gewesen. Der Look ist dann je nach Situation mehr oder weniger auffällig. Also hier, denke ich mal, haben wir relativ natürliche und unverfälschte Weißtöne, Beige-Töne, wiewohl die Halos um die Glühbirnen deutlich zu erkennen sind. Aber ansonsten sind die Farben eigentlich relativ neutral wiedergegeben. In den Schatten ist er ein bisschen kühler. Das sieht man dann auch wieder auf solchen Bildern. Aber eben das macht, wie gesagt, den besonderen Reiz auch von diesem Filmmaterial aus und das unterstützt halt die Situation ja von sich aus nochmal. Wenn ich sowas fotografiere, dann wirkt das alles noch ein bisschen plastischer, ein bisschen direkter. Eigentlich ist jetzt auch wieder die ideale Zeit, um im CineStill loszuziehen. Man kann hier also praktisch auf Weihnachtsmärkten oder so ganz tolle Bilder machen, wo eben auch viel Licht eingesetzt wird. Und was wir hier an diesen Bildern sehen, das ist eine Eigenart des CineStill-Films, sich nämlich mit Entwicklungsmaschinen, die per Walze den Film transportieren, nicht wirklich gut verträgt, weil die Emulsion durch die fehlende Schutzschicht sehr weich ist. Also nicht durch das fehlende Schutzschicht wird die Emulsion weich, sondern die Emulsion ist an sich weich. Das spielt aber eigentlich keine Rolle, weil sie ja durch diese Ramjet-Layer-Schicht geschützt ist. Nimmt man diese Ramjet-Layer-Schicht weg, bleibt eine sehr weiche Emulsion über und die reagiert halt, wie man hier in diesen blauen Punkten sieht, sehr empfindlich auf die Transportwalze. Die sieht nämlich, wenn man sich das anguckt, wie so ein kleiner Igel aus mit ganz vielen Gumminoppen. Und genau diese Gumminoppen hinterlassen dann eben Abdrücke auf dem Film. Deswegen sollte man beim Entwickeln von CineStill, wenn man den weggibt, darauf achten, dass möglichst eine Dip-and-Dunk-Maschine benutzt wird, also eine Filmentwicklungsmaschine, wo der Film nicht über Walzen transportiert, sondern in den Tank mit dem Entwickler oder Fixierbad eingetaucht wird und da eben nicht mechanisch berührt wird. Grundsätzlich lässt sich der Look vom CineStill, also die Farbwelt, die Farbsprache, die er ausdrückt und betont, gerade bei hybriden Arbeiten sehr gut steuern. Das heißt, es ist sehr leicht, einen konsistenten Farblook hinzukriegen. Ich habe also hier zum Beispiel mal auf einer Hochzeit fotografiert und wenn man dann durch die einzelnen Bilder durchsteppt, einfach nur so ein paar als Beispiel, dann sieht man gleich, dass hier also eine Farbwelt erzeugt wird, die wie aus einem Guss zu sein scheint. Und das macht die Bilder dann ganz extrem harmonisch, wenn man sie der Reihe nach betrachtet. Das ist also etwas, was es dir als Fotografen sehr leicht macht, mit diesem Film Serien herzustellen, die dann auch eindrücklich zusammengehören. Das ist, wie gesagt, eine Stärke von diesem Filmmaterial, die ihn da wirklich als Alleinstellungsmerkmal aus der Menge heraushebt. Man sieht im Prinzip auch, dass hier die Belichtungsbandbreite sehr schön hoch ist, also von wirklich grellen Lichtern wie dieser LED Lichterkette bis hin, das war wirklich duster in dem Saal, weil alles andere an Licht aus war, bis hin in die tiefsten Schatten kann man da überall schön Details erkennen. Das heißt, man muss mit einer relativ mittig eingestellten Belichtung, ich glaube in dem Fall habe ich tatsächlich auf ISO 800 belichtet, sich keine Gedanken machen, dass er irgendwo ausbrennt, ausreißt oder mir Tiefen verschluckt.
Das Ganze gilt dann auch wieder für den Kirmesbereich. Wie gesagt, das ist so ein Sujet, wo ich den Cinestill wirklich gerne einsetze. Ja, da brilliert er einfach durch seine Art, Farben wiederzugeben, sehr intensive Momente zu schaffen, eine schöne Farbpalette mir anzubieten. Und deswegen ist das ja für den Nachteinsatz eigentlich ein ganz, ganz grandioser Film, der also wirklich schafft, Atmosphäre zu transportieren. Wieder ganz anders gestaltet sich das dann zum Beispiel bei einer Bilderserie, die ich mal auf einer Kartbahn gemacht habe. Auch da ist dann, wenn man hier durch die einzelnen Bilder durchgeht, sofort zu erkennen, dass die Bilder in einer Farbwelt spielen, also zu einer Familie gehören. Deutlich hier auch zu sehen, auch wenn die Lichter hier in den Toren natürlich hoffnungslos überstrahlt sind, aber auch da ganz deutlich zu sehen, diese roten Halos, die wir hier haben, auch um die Lichtquellen, die dann eben noch mit Neonlicht oder mit Quarzdampflicht funktionieren, alles was dann an Kaltlicht ist, da kommen die Halos leider nicht mehr so schön raus. Hauttöne transportiert der Cinestill meines Erachtens sehr natürlich. Hat da definitiv eine Stärke, auch im Schattenbereich, in den kälteren Tönen. Bringt quasi dann so eine automatische Spreizung mit, also die Lichter wärmer zu machen und die Schatten kälter. Funktioniert auch ganz toll, wenn man ihn, wie gesagt, mit Kunstlicht einsetzt. Hier zum Beispiel in einer Situation, wo ich in einem Blumenladen mal Weihnachtsdeko fotografiert habe, da brilliert er natürlich auch, kommt mit dem Licht, was so für die Pflanzen da eingesetzt wird, sehr gut klar. Schafft es sehr, unique Bilder entstehen zu lassen, allein durch die Art und Weise, wie er eben mit Lichtern umgeht und da entsprechend die Dinge gestaltet. Aber auch bei Tageslicht macht er keine so schlechte Figur. Gerade dann, wenn es abends ein bisschen gelblastiger wird vom Licht, ein bisschen wärmer, dann ist er in der Lage, sehr natürliche Farbnuancen zu produzieren und ist dann also tatsächlich auch draußen bei natürlichem Licht sehr gut einsetzbar, ohne da das Bildergebnis zu sehr zu verfälschen. Grundsätzlich mag der Cinestill aber alles, wo viele Farben zum Einsatz kommen, also Partys etc. pp., Kirmes, Zirkus, Feuerwerk, wirklich am allerliebsten und sorgt für durchaus schon sehr, sehr stimmige Bilder. Also er ist auch im, ich sag mal, relativ normalen Bereich gut einsetzbar, glänzt natürlich dann aber am allermeisten, wenn man ihm Raum dazu lässt, das zu sein, was er ist, nämlich ein Spezialitätenfilm. Von der Körnigkeit finde ich, hält er sich durchaus im Rahmen, ist meines Erachtens ein bisschen grobkörniger als der Portra 800, aber auch das gerade im Mittelformat durchaus eine Welt, mit der man leben kann. Ja, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen, wo und wie man den Cinestill sehr gut und wo vielleicht weniger einsetzen kann. Man muss natürlich mit den Fehlern, Schwächen dieses Films, also gerade die Halos und solche Geschichten, leben können, wollen. Da gibt es durchaus verschiedene Meinungen und da darf es auch durchaus verschiedene Meinungen geben. Also zu sagen, das ist gar nicht mein Ding, ist genauso legitim wie zu sagen, da stehe ich total drauf. Probiert den Cinestill mal aus. Er ist kein ganz günstiger Film, aber das liegt auch daran, dass da über die Produktion hinaus eine Menge Arbeit drin steckt. Also das Entfernen der Ramjet-Schicht
Gesicht als auch das Neuverpacken. Das kostet halt einen Aufschlag. Da muss man bereit sein, den zu zahlen. Ansonsten stehen andere Filme zur Auswahl, die in den Situationen gut eingesetzt werden können, die aber eben die Spezialitäten des CineStill so nicht bieten können. Ich mag den CineStill, ich werde den weiterhin in seinen Spezialdisziplinen gerne verschießen und auf die nächste Rolle, da freue ich mich schon. Ich hoffe an dieser Stelle, dass euch das Video gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, liked, den ganzen üblichen Quatsch. Ich sage an dieser Stelle bis zum nächsten Video, habt Spaß, schießt Film und tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser werbefreie Content gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder hier unten den Kanal abonnierst. Weitere Videos findest du zum Beispiel hier oben oder eben auf meiner Kanalseite. Und dann teile, like und kommentiere gerne, denn das hilft dabei, den Kanal bekannter zu machen, auch anderen Leuten denen die Möglichkeit zu geben, in der Suche auf diese Videos zu stoßen. Und dann wirst du auch immer informiert, wenn es hier neue, tolle Inhalte gibt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.